Willkommen zu einer weiteren Folge, Deckel. Ja, wenn er so eine Billigtür hat. Ja, wenn du wüsst, wenn die Leute wüssten, woher das eine Loch kommt. Wenn die wüssten, woher die beiden Löcher kommen. Ja, also, genau. Also, es gibt ein Loch an Nikos Tür. Also, Nico hat so eine. Oh, wie teuer war die? 50 Cent? Nein, keine Ahnung. Also, so eine Pressspan, also so eine Tür. Ich hatte vorher eine Tür drin, es war halt so eine ältere Tür, so richtig aus Massivholz. Ja, eine gute. Mit einer Glasscheibe drin, die ist kaputt gegangen. Das war aber beim Toben, da war keiner richtig. Ja, wir hatten so einen Gummiball, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war ja mit Niklas irgendwie was, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hatten wir im Flur hatten wir so einen Gummiball, da hat sich einer draufgeworfen und ist voll durch die Scheibe, glaube ich, irgendwie so. Ja, irgendwie. So, ja! So, dann war die Tür natürlich kaputt, so. Dann. Ach, die ist ja kaputt, wusste ich. Unser Vater ist natürlich nicht blöd, hat dann halt eine günstige Tür gekauft, weil die wahrscheinlich auch irgendwann Schrott. Ne? Geht. Auf jeden Fall hatte Nico dann eine neue Tür gekriegt. Ja, und dann, jetzt, du hast ein Loch, das ist unten auf Fußhöhe. Also, ja. Da habe ich reingetreten und du hast ein Loch genau auf Kopfhöhe. Und zwar so ein richtig kleines Loch und da ist ein Trommelstick reingeflogen. Der ist auch stecken geblieben. Hätte ich die Tür nicht zugemacht, ne? Hättest du voll gegen den Kopf gekriegt. Ach ja, Timo, wie er lebt und lebt. Aber das weit auch immer so. Nein, es geht auch in die andere Richtung, nur dass ich eine Massivholztür habe. Da sind auch Dellen drin, nur keine Löcher. Es ist halt immer so, wir haben uns irgendwie gegenseitig hochgeschaukelt. Mal hat der angefangen, ne? Dann hast du natürlich, bist du rübergerannt, hast gestichelt, dann zurückgerannt, hast Tür zugemacht, schnell abgeschlossen, ne? Das hat aber auch Spaß gemacht. Dann kam entweder Timo angeflogen oder Trommelstick. Und deswegen ist meine Tür auch unten, die ist so ein bisschen leicht weggebrochen. Also so in der Mitte einmal durch. Okay. Es ist schon. Ja, ich musste auch nur noch einmal gegenspringen, dann ist die durch. Aber inzwischen sind wir alt genug, da machen wir das nicht mehr. Nee. Das sind noch Kriegsspuren von früher. Alle Knochen. Na, so alt noch wieder nicht. Nee. Timo, musstest du in dein Lagersystem irgendwelche Chips machen? Ja. Also, es kommt drauf an. Wenn du Jans Art machst, musst du keine Chips machen. Wenn du meine Art machst, musst du Chips machen. Was für Chips muss ich denn machen? Der Unterschied ist, mit Chips, dann brauchst du nur ein Rohr an die Kiste schließen. Ja. Ohne Chips musst du zwei Rohre. Du musst aber in jedes Scheißrohr. Wenn Baudi bei Luca, das geht dann richtig schnell. Ja, Luca hat die mit Chip, ne? Oder ohne? Ohne. Du hast die alte. Also die gleiche, die Jan hat, oder? Ich hatte davor Chips, aber das war mir viel zu viel Aufwand und jetzt geht richtig schnell. Genau, jetzt hast du das genommen, was ich gehabt habe. Was geht denn schneller auf den Liefern her? Gehabt habe. Oder du hast doch zwei Rohre, Luca, oder? Ja, zwei Rohre, ja, richtig. Ach so, an diese Dingser Bestellbank muss ich dann zwei Rohre anschließen, nee, oder? An jede Kiste. Ach so. Du brauchst ein Rohr, was die Items reinpackt und ein Rohr, was die Items rauszieht. Okay. Genau. Also ich hab mit zwei Rohren ist es einfacher, muss nicht so viel klicken. Ich hab jetzt Modulgehäuse MK3. Was muss ich, wofür sind die jetzt? Sind die zum Reinpacken oder zum Rausziehen? MK2. Gehäuse? Du brauchst Rohre. Ach doch, die heißen Gehäuse. Ja, logistisches Modul. MK2, das sind die mit dem Chip. Achso, da muss ich den Chip reinpacken, oder was? Ja, zwei glaube ich sogar, oder nicht? Ja, zwei sind sie, was? Ja, du musst einen Schlüssel bauen und zwei verschiedene Chips reinpacken. Eben, das ist richtig scheiße auch. Oder du gehst zu Jan und guckst dir seine Rohre an. Das ist dasselbe System. Ja, er hat ja nur diese Basisrohre da. Ja, Basisrohre brauchst du, glaube ich, so oder so zum Transportieren. Ja. Ja, Basisrohre brauchst du, ja. Sollte man die Wege eigentlich möglichst kurz halten oder ist das dann von der Zeit scheißegal? Ja, halt sie möglichst kurz. Ja. Ist besser. Jetzt muss er durchlaufen. Das macht schon was aus. Läuft sehr schnell durch, aber es macht auf jeden Fall was aus. Weil ich weiß nicht, wo ich sowas hinpacken könnte. So, ich habe mein Haus jetzt geschlossen, das ist schon mal gut. Anbieterrohr hat er. Okay. Basisrohr und Anbieterrohr. Was ist zum Rausholen? Das Basisrohr zum Rein und das Anbieterrohr zum Rausholen. Aber anstatt dem Bestellrohr, was er hat, kann ich auch diese Bestellbank dahin packen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, klar. Gut.
Wo sieht man eigentlich dein Yu-Yu Matter Vorrat? Meinen? Ja. In der Chest, im System halt. Du musst auf die Pipe oben draufklicken. Weißt du, was du vorher ungefähr hattest? Für letzte Aufnahme? Also jetzt hast du 960. Ja, es ist 700 gestiegen. Ich glaube 200 an die 200. Die Treppe sieht kacke aus. Ja, schau mal, ob bei meiner Query was ankommt, bei den ganzen Kisten. Warte. Also die ganzen Rohre, sag mal so. Ich hoffe, dass da jetzt nichts hochgeht. Timo, denkst du, eine ja, also Pipe schafft. Auf jeden Fall ein bisschen was an. Eine Pipe schafft das alles, nur wenn du eine Pipe direkt ans Teleportrohr packst, das nicht unbedingt. Ich meine, denkst eine Pipe schafft zwei Queries, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Du hast hier doch pro Pipe 5 Queries. Nee, 2. Ich hab 12 Queries und 6 Pipes sind's. Also ich habe 3 Teleportrohre, die sich dann. Die gehen dann auf ein. Und da kann ich bestimmt 20 Queries anschließen. Ach so, echt? Okay. Ja. Ja, ich hab das. Also es ist irgendwie ganz komisch. Ja, bei also meine Kisten. Ja, also alles wird eigentlich sortiert, du kannst mal auf die Dia auf was nichts rausklicken, bitte. Die Dia-Rohre haben bestimmte Items, also sprich, das gerade ist ins Lager, zum Beispiel Ruby und so oder Kohle, das gerade ist ins Lager. Ach, deswegen sind da, ich dachte, die ganzen Teleport-Pipes wären alles das von der Quarry. Nein, das sind nur die 6 ganz vorne. Ja, okay. Und die anderen gehen zum Beispiel zu den Recyclern, das geht zu den zu den Dings. Dann ist klar. Dachte gerade. Denn ein bisschen viele, ne? Ja. Wer hat eigentlich diesen Limestone erfunden? Er ist nicht hässlich, muss ich sagen, aber. Ja, kommt drauf an. Wenn du ihn hässlich findest, ist er schon hässlich. Zitat von Nico, wenn er hässlich ist. Wenn du ihn hässlich findest, ist er schon hässlich. Ist halt ein angepisster Stein, ne? Aber ich komme jetzt zurück, ich bin jetzt fertig mit Aufstellen. Aber du kriegst halt so viel, dass du nicht wirklich was daraus machen kannst. Doch, recycle. Ja. Weil Kohle, Dings... Oh toll, jetzt kann ich, jetzt läuft deine Query, jetzt kann ich das nicht recyceln. Stell ich dir eine Kiste hin. Ja, stell eine Kiste, ich bin eh gleich da. Hui! Oder warte, ich nehme die Kiste. Nein, oh mein Gott! Alter, ist ja mein PS4. Kannst du mich auch Timo nennen? Oh mein Gott, ich habe keinen Puls von 100.000. Ein was? Puls von 100.000. Da hat ein Loch runtergefallen, meine Schuhe haben keinen Akku mehr. Kein Akku. Deswegen. Oder haben keine auch kein Energie. Navi mehr. Navi? Manchmal denke ich, ihr seid ein bisschen sprachbehindert da unten. Ja, warum Akku? Ihr? Navi. Da unten hat er gesagt, Marcel, du wohnst nicht unten. Gehen wir jetzt von Höhenmeter aus oder gehen wir von da? Nein, wenn du eine Karte liest, du Trottel. Ja, okay. Ohne Seife waschen hier, weißt du? Okay, Nico, jetzt gebe ich dir inzwischen auch recht. Da hat aber ganz schnell Dings. Da hat aber ganz schnell reagiert, der Timo. Ha? Was hat er denn? Ganz schnell reagiert. Luca wusste gerade nicht, von wo du ausgehst. Wegen ja, irgendwie. Ich meine, hätte sein können, dass er von Dings ausgeht. Von wo? Ah! Nein, sterb! Von da. Guck, Luca hat auch das Kreischen von Nico, mir drauf. Nico, helf mir mal, bitte. Nö. Bitte, komm bitte. Ja, gleich. Kann ich kurz deine Rüstung ausleihen? Ich muss nur kurz dahin fliegen. Glaubst du los? Sag dir einfach nö. Hä? Ja, ich hab dir... Komm bitte ganz schnell. Nein, hat nö gesagt. Ich bin hier unten. Ach, du kommst gar nicht hoch. Nee, komm ich nicht. Tja, scheiße, Luca. Wenn man... Geh mal bitte schnell. Ich muss da schnell hinfliegen. Muss ich da irgendwas... Irgendwas bestimmtes machen, dass ich damit fliegen kann? Ja, toll, jetzt komm ich hier nicht hoch. Ja, dann bleib da kurz unten, lol. Ben. Lol, wie langsam man ist! Hä, man läuft doch nicht so langsam, oder? Irgendwas an, was mich schwer. Bekomme ich da durch Fallschaden durch die Rüstung? Nö. Nice. Ich glaube, du musst mir auch machen. Super Turbo Power Penisrüstung, Junge. Nur mein Cape backt ein bisschen. Dein was? Mein Cape. Du musst gucken, dass du. Wenig gleitest, also du hast ja rechts deine Energie. Ja. Die war nicht ganz voll. Müsste jetzt so bei 200.000 liegen, ne? Ja, ich hab noch nicht geschaut. Links auf dem Bildschirm. Ja, auf meinem linken Bildschirm? Nein. Rechts meinst du, 136k? Rechts meinte ich, ja. 136. Ja, gut.
Dann darfst du auch nicht weit fliegen, ne? 138 lädt sich auf. Ja, ja. Ja, ich bin schon bei meinen Sachen. Kommt auf die Flugweise drauf an, wie du. Oh Mann, ich hatte glaube 30 Level, aber egal. Und das war's wieder mit einer weiteren Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das.